Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute mal ohne Brille, wir schauen uns gleich ganz viel hier auf dem iPad an und das geht dann ohne besser. Den Inhalt des Videos habt ihr ja aus dem Titel schon gesehen. Ich stelle euch heute relativ schnell verfügbare Elektrofahrzeuge vor, denn die gibt es. Natürlich, wenn man so durch die Presse liest und auch wenn man mit Händlern spricht, stellt man fest, dass aktuell ist es sehr schwer ist, Elektrofahrzeuge zu bekommen. Wenn ich es richtig mitbekommen habe, zum Beispiel Renault und ich glaube auch Skoda, VW teilweise haben inzwischen schon Bestellstopps zumindest für manche Modelle verhängt, weil die schlicht und einfach nicht hinterherkommen. Wenn ihr heute einen BMW i4 bestellt, dann soll der wohl, wenn ihr Pech habt, erst 2024 ausgeliefert werden. Und so zieht sich das eigentlich durch. Bisher war das, ja, Polster und Tesla waren so die letzten, die noch ähm, kurzfristig verfügbare Autos in größeren Stückzahlen hatten. Aber auch die, Pulsar schauen wir uns gleich an. Tesla ist es so, dass mein Model Y das war für Juli eigentlich mal ähm, terminiert, jetzt soll es Ende August oder Oktober werden, bis er kommt. Also selbst bei Tesla ist das jetzt momentan ein bisschen schwierig. Was ist aber jetzt, wenn man irgendwie kurzfristig ein Elektroauto gerne kaufen möchte? Ist man dann völlig chancenlos? Um, und ist man nicht? Es gibt noch so ein paar um, Alternativen, wo man Autos äh, sich anschauen kann, wo man Autos auch kaufen kann. Das machen wir jetzt gerade jetzt dann gleich auf meinem iPad. Prinzipiell, natürlich kann man zuerst bei Autoscout und Mobile und Konsorten schauen, da habe ich aber eher schlechtere Erfahrungen gemacht. Bei Mobile hat mir dann einer, der ich hatte dann angemeldet, weil es waren lauter Fahrzeuge drin, die nicht verfügbar waren, wollte ich nicht, der gab mir dann den Tipp, ich sollte einfach sofort als Suchbegriff eingeben hat auch geklappt, da waren dann deutlich besser ähm, die Auswahl, allerdings sind dann auch ganz viele Leute gewesen, Händler gewesen, die reinschrieben in den Freitext irgendwas in Richtung von und auch viele andere Modelle aus unserem Hause sofort verfügbar. Das bringt mir nicht weiter, wenn ich ein äh, Elektroauto bei Hyundai, Kona, ähm, Hyundai Kia oder sonst wem bestellen will, dann nutzt mir das nichts, wenn die ganz viele Plugins und sonst was auf dem Hof stehen haben. Also das war hm, ja eher nicht so toll und dazu kommt auch noch dass ähm, ja scheinbar die Händler das äh, gerade auf den Seiten auf diesen großen Portalen nicht so wirklich pflegen. Ich habe damals beim EV 6 ich glaube drei Stück waren da, die theoretisch wohl angeblich sofort verfügbar waren, Heckgetriebene mit großem Akku, der mich interessiert hätte. Keins von den Autos war da. Und dann hieß es immer ja, aber Sie können ja neuen bestellen. Ja, neuen bestellen hätte aber auch da wieder dann acht bis zwölf Monate gedauert. Also war jetzt auch eher uninteressant. Jetzt gibt es aber auch die Möglichkeit, dass wir bei den Herstellern selber auf den Webseiten ähm, Neuwagen finden können, kurzfristig verfügbare Wagen finden können. Das ist je nach Webseite unterschiedlich. Das werden wir uns dann auch gleich zusammen anschauen, bei wem das besser ist, bei wem das schlechter ist. Und als ich das so vorbereitet habe, habe ich mir dann gedacht, komm, wir machen mal einfach auch gleich so einen Gesamtüberblick der Elektroautos ähm, in Deutschland, Stand Juni 2022 wenn ich was vergessen haben sollte dann sagt mir das bitte gerne bescheid ich glaube ich habe relativ alle erwischt ähm, will aber nicht ausschließen dass es vielleicht irgend so ein exotisches fahrzeug gibt das ich jetzt hier in, diesen, in meiner übersicht jetzt nicht drin habe ansonsten sollte ich eigentlich alle hersteller drin haben die elektroautos aktuell anbieten ich habe einige weggelassen, zum Beispiel Elektroautohersteller werden Lucid und Nio, die ich noch nicht drin habe, denn die kann man nur bestellen. Die werden ja noch nicht ausgeliefert. Ich habe auch nicht jetzt mir Gedanken gemacht über Ferrari, Lamborghini und Konsorten. Die sind eh für die meisten von uns, ja, nicht erreichbare Fahrzeuge. Das Ganze werde ich jetzt alphabetisch aufbauen, das ist am einfachsten. Ich habe auch keine Ahnung, wie lang das Video wird. Wenn es sehr lang wird, baue ich euch einfach Sprungmarken zu den einzelnen Buchstaben des Alphabetes rein. Ich denke mal, das Video wird ganz spannend, wenn ich schätze mal, der eine von euch, der eine oder andere von euch wird auch manche Marke jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt haben, dass die E-Autos bauen. Ich selber war da auch ein bisschen überrascht, als ich durch die Hersteller mal so durchgeforstet bin. Und deswegen denke ich mal, wir fangen jetzt einfach mal an. Und natürlich starten wir jetzt mit dem Buchstaben A. Ein Hersteller mit A, den habe ich jetzt allerdings auch weggelassen, der plant wohl auch noch ein Elektroauto rauszubringen. Das ist Aston Martin, aber der fällt dann auch in die Kategorie, die ich euch am Anfang schon mal genannt hatte. Das, ähm, ja, der ist halt einfach nicht in meiner Range. Alfa Romeo gäbe es noch, die haben aber auch absolut nichts im Elektrobereich zu bieten, sodass dann, jedenfalls soweit ich das ähm, herausgefunden habe, eigentlich nur noch Audi übrig bleibt mit. Elektroautos und auch mit verfügbaren Neuwagen. Und das ist ganz spannend, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ihr seht jetzt hier 500 Treffer in der Suche. Das gibt es so nur bei Audi. Bei Audi sind derzeit 500 ähm, Fahrzeuge auf der Webseite und ich habe meinen selber ja auch über diese Neuwagensuche auf der Audi-Webseite gefunden. Also die sind auch wirklich ähm, überwiegend da, diese Fahrzeuge. Und wenn wir jetzt hier mal ein bisschen schauen, dann sehen wir also jetzt hier Q4 E-Tron, dann kommt schon der E-Tron 50, dann kommt noch ein Q4 E-Tron. Ähm, das sind natürlich alles relativ voll au hoch ausgestattete Fahrzeuge. Ja. Hier ist also ein 40er E-Tron. Hier ist ein 40er E-Tron, der ist günstiger als hier der 35er, weil wahrscheinlich der 35er dann voll ist ohne Ende. Dann kommt wieder ein 50er. Hier kommen dann jetzt ganze Menge E-Tron 50er, also der klassische E-Tron sozusagen. Und wenn wir hier auf weitere gehen. Komm her. Dann ähm, kommen auch noch weitere e-tron 50, es kommen e-tron 55 und dann kommen auch hier noch weiter hoch ausgestattete Q4. Also da ist durch die Bank alles vorhanden. Wenn wir ganz hinten, nach ganz hinten scrollen würden, kämen dann auch einige ähm, große e-tron, also die 55er, es kämen e-tron S, es kämen auch e-tron GT. Also bei Audi... Habt ihr eine relativ große Auswahl an Fahrzeugen? Natürlich ist es jetzt auch so, dass Audi noch extreme, eine extreme Aufpreisliste bietet, wo man dann die Autos individualisieren kann bis zum geht nicht mehr. Also wer jetzt unbedingt äh, digitale Spiegel mit 19 Zöllern ohne Schiebedach und lila eine Außenfarbe haben möchte, da könnte es dann etwas schwieriger werden. Aber prinzipiell gibt es relativ viele Audi E-Autos momentan auf der Webseite von Audi. Gehen wir einen Buchstaben weiter, nämlich zu B. Fällt mir auch nicht so arg viel ein. Es gab mal die Firma Borgward, die ja in China wiederbelebt werden sollte. Ist so ein Trend, alte, bekannte Marken in China wiederzubeleben. Schauen wir uns nachher noch einen an, wo es geklappt hat. Die sind aber meines Wissens nicht mehr am Markt tätig, in Europa schon gleich gar nicht. Können wir also abhaken. Ähm, Bentley, Bugatti und Konsorten wollen wir gar nicht betrachten. Da bleibt dann im Grunde nur noch BMW, wenn wir nach B schauen. Und auch dort gibt es deutlich weniger als bei Audi. Ähm, die Gesamtsumme steht hier nicht, aber das müssten hier, wenn ich das hochrechne, so um die 50, 60 Fahrzeuge sein, die es bei BMW aktuell gibt. Einen einzigen i3 gibt es noch, da müsste man dann schnell sein, wenn man den haben möchte. Aber es gibt zum Beispiel verschiedene BMW iX3 ähm, bei verschiedenen Händlern. Ich weiß gar nicht, ob es auch welche gibt, die beim Werk noch stehen. Bei Audi damals meiner kam ja vom Werk. Ähm, wobei die bei Audi mir auch gesagt hätten, das wäre auch kein Problem. Also man könnte auch von einem anderen Händler das Auto holen, dann würde, müsste man halt die Überführung zahlen. Also ihr seht hier einige BMW iX3, sind sogar einige drin. Die sind sofort verfügbar und stehen bei Händlern. Dann kommen IX40 oder IXX340. Ähm, da waren auch eine ganze Menge. Ich will das hier nicht alles aufmachen jetzt. Und es gab auch ein paar wenige ähm, IX50, die sofort verfügbar sind, gemäß der BMW-Homepage. Was überhaupt nicht verfügbar ist, auch bei denen hier nicht, ist der I4. Der erscheint tatsächlich auf sehr lange Zeit ausverkauft zu sein. Und jetzt wechseln wir den Buchstaben und kommen zu einer spannenden Firma, die vielleicht nicht jeder von euch, behaupte ich jedenfalls mal, so auf dem ähm, Tablett hatte. Und eine zweite, die noch gar nicht so bekannt ist. Wir gehen jetzt nämlich zum Buchstaben C. Und bei C finden wir dann Citroën mit Elektroautos. Hat, glaube ich, nur ganz wenige auf dem Schirm. Der Karmenjak hatte sich ja auch darüber beklagt, dass sein Video zum Berlingo, zum e-Berlingo, nur relativ wenige Klickzahlen hatten. Also die Citroëns scheint man nicht wirklich so auf dem Schirm zu haben. Es gibt momentan 76 Fahrzeuge auf der Seite. Allerdings ähm, muss man hier ein bisschen aufpassen. Das ist die Suche hier ist jetzt keine reine Neuwagensuche. Das heißt, ich habe das ein bisschen dann eingeschränkt, indem ich gesagt habe, dass Fahrzeuge bis maximal 1000 Kilometer und Zulassung maximal 21 dabei sein dürfen. Wenn wir dann aber hier runterkommen, dann sind das ganz viele Vorführwagen mit 0 Kilometer. Das sind also höchstwahrscheinlich auch sehr viele Neufahrzeuge. Und da, den hatte ich so überhaupt nicht auf dem Schirm. Hier der Berlingo ist klar, aber hier jetzt der Citroën EC4, den hatte ich so noch gar nicht wahrgenommen. Ich muss auch gestehen, ich kann mich nicht erinnern, den im Straßenverkehr schon mal gesehen zu haben. Aber wenn ich mir das Bild hier anschaue, ist das ein durchaus spannendes Auto, wie ich finde. Und ich habe mal gegoogelt, von der Größe her ist der so E-Golf- und Astra-mäßig und der Rest im Konzern, Peugeot 208 und Opel Corsa, das sind ja eher Kleinwagen. Das heißt, im PSA-Konzern ist er der einzige Kompaktklassenwagen. Und wie gesagt, ich finde ihn durchaus gut aussehend, könnte man sich also durchaus mal anschauen. Und dann kommen natürlich weiter. Dann, hier kommen noch einige und dann kommen Berlingo. Und wir gehen mal auf die letzte Seite. Denn das, was im PSA-Konzern dann auch da ist, das sind halt auch die einzigen, bei denen ihr dann ähm, günstige Vans bekommt. Natürlich gibt es auch den EQV bei Mercedes, aber der kostet natürlich eine ganz, ähm, der kostet natürlich viel, viel mehr. Also da Zitronen hatte ich, muss ich gestehen, so jetzt nicht auf dem Plan, aber es sind durchaus einige Fahrzeuge, die auch kurzfristig verfügbar sind. Und jetzt kommen wir zu der neuen Marke, die ich angesprochen hatte, nämlich Cupra. Cupra wird vielen vielleicht noch gar nichts sagen als Marke. Cupra ist die ja, Performance-Tochter von Seat gewesen, so ähnlich wie Polestar bei Volvo und die gehen jetzt den gleichen Weg. Angeblich soll jetzt Cupra dann die vollelektrische Marke von Seat werden und Angeblich, das schreibt die Presse, ich kann es nicht verifizieren, soll Seat dafür dann sogar irgendwann sterben als Verbrenner an Hängsel. Derzeit gibt es allerdings bei Cupra auch noch ganz viele Plug-in, Hybrid, RS, sonst was Modelle. Aber die, den, die Bezeichnung Cupra gibt es schon relativ lange, der Seat Leon Cupra, das war halt einfach die scharfe Version des Seat Leon, sowas wie der Golf R quasi. Und es gibt den Cupra Born, das ist dann im Grunde der ID3 von ähm, Seat, eben nicht von Cupra, sorry. Äh, für mich bleibt es aber erstmal Seat. Und für mich ist das das deutlich schönere Auto im Vergleich zum ID3. Ich kann zur Technik nichts sagen. Ähm, aber einzige, was ich hier sehe, dass das alles nur mit dem 58 Kilowattstunden-Akku ist, zwar dem 204 PS-Motor, aber nicht mit dem großen Akku. Jedenfalls die, die hier jetzt ähm, verfügbar sind. Das sind also alles die 58er. Das ist ja beim VW dann glaube ich der mittlere Akku. Aber auch hier Seat Born. Cupra Born, Verzeihung, ähm, gäbe es äh, ab Händler. Genau, die sind auch nicht bei irgendwelchen Autohäusern, sondern die sind dann auch bei einem Händler. So, damit kommen wir dann zum nächsten Buchstaben im Alphabet. Wir kommen jetzt zu D. D hatten wir mal ein paar Hersteller, Daihatsu, DeU, ähm, die gibt es alle nicht mehr, beziehungsweise sind aus dem europäischen Markt zurückgezogen. Übrig bleibt jetzt eigentlich nur noch die Renault-Tochter Dacia, jedenfalls, soweit ich das im Kopf habe. Hier haben wir allerdings ähm, das gleiche Problem wie bei der Renault-Mutter an sich auch. Verfügbare Fahrzeuge sind hier Fehlanzeige. Es steht hier auch der Spring, also das einzige derzeitige Elektroauto von ähm, äh, Dacia. Soll wohl auch jetzt gerade überarbeitet werden, kommt dann neu, also der ist komplett ausverkauft. Bei D sieht es momentan etwas mau aus mit Elektroautos. Und ganz ähnlich sieht es auch aus, wenn wir auf E gehen. Bei E fällt mir dann im Grunde auch nur die Firma Ego ein. Ähm, ich weiß nicht, ob die jetzt schon wirklich in der Serienfertigung sind. Bei uns im Ort fährt sogar einer rum von den Ego Live. Der soll aber jetzt, der ist vollständig reserviert, der soll jetzt auslaufen ähm, und dafür soll dann der E-Wave X kommen, der hier so ein bisschen mit Kotflügelverbreiterungen ganz witzig aussieht. Im Grunde der, der ja, Nachfolger des äh, Smart, der einzig wahre, wenn man so will, da der Smart jetzt ja ein Suff geworden ist. Aber aktuell, wie gesagt, keine verfügbar. Man kann ihn reservieren, aber da weiß ich auch nicht, wie die Lieferzeiten aussehen. Also mit E sieht es auch relativ mau aus. Deswegen gehen wir jetzt zum Buchstaben F. Bei F, wie gesagt, Ferrari lassen wir weg, wir landen dann relativ schnell bei Fiat. Fiat hatte ich ja auch schon in meinen Zulassungsstatistikvideos häufiger mal gesagt, hat mit dem 500E ein sehr spannendes ähm, E-Auto, das sich auch super gut verkauft. Ich meine sogar in Italien ist er ganz oben in der Zulassungsstatistik, aber auch bei uns läuft er ganz gut. Und es finden sich auch einige ähm, auf der Webseite von Fiat. Auch die sind dann bei Händlern. Jetzt sind hier ein paar in Wuppertal. Ach genau, bei ein paar musste ich auch noch einschränken, dass man, ich glaube, 200 Kilometer im Umkreis von meinem Wohnort, da konnte man nicht deutschlandweit suchen. Also da kann man dann auch noch sogar ein bisschen improvisieren. Das war bei Citroën, glaube ich, auch so. Und hier ist es auch bei Fiat so. Also ihr seht, Fiat 500, gerade das Cabrio, der könnte mich echt reizen, sind auch durchaus welche verfügbar bei Händlern, die dort auch stehen. Also auch im Fiat 500. Wer einen Kleinwagen für die Stadt sucht, ich finde den absolut klasse. Der sieht richtig gut aus. Und dann haben wir natürlich noch mit F den Ford. Mach E, den hatte ich ja auch Probe gefahren. Und Mach E, da hatte mir der Händler das ja so erklärt: es gibt Fahrzeuge, die, die sind eigentlich immer vorkonfiguriert, weil man hat nicht viel Auswahl bei Mach E, die stehen dann auf dem Schiff und wenn dann einer abspringt, ähm, dann werden die Autos wieder freigestellt und solche Autos sind dann hier durchaus auch verfügbar. Ihr seht hier Lieferung ab einer Woche. Das sind also welche, die unter Umständen schon beim Zentrallager stehen von Ford. Ähm, allerdings sind das hier dann auch relativ häufig welche mit ähm, kleinem Akku und Allrad. Wäre jetzt nicht so meine erste Wahl, aber hier ist zum Beispiel ein Allrad mit großem Akku, der sofort verfügbar ist. Allerdings kostet er inzwischen auch fast 75.000 Euro. Ähm, hier wäre einer, wie er mir gefallen würde, Mach-E, große, ähm, großer Akku, Heck angetrieben, auch der ist ja, in einer Woche verfügbar. Also Ford Mach-Es ähm, gibt es ein paar, 21 Stück aktuell ähm, und da die jetzt auch nicht groß zu konfigurieren sind, muss man halt nur gucken, ob die passende Farbe für einen dabei ist. Also Ford könnte auch ein heißer Kandidat sein, wenn man schnell ein E-Auto jetzt gerade kaufen möchte. Der nächste Buchstabe im Alphabet ist dann G. G fiel mir dann im Grunde nur Genesis ein, wird vielleicht auch dem einen oder anderen noch nichts sagen. Das ist die Luxusmarke von ähm, Hyundai Kia. Also im Grunde das Gleiche, was Lexus oder Akura oder Infinity, kommen wir gleich noch zu. Ähm, für die japanischen Marken ist, macht jetzt Korea auch. Die haben in, äh, in den USA schon länger Genesis als Luxusmarke. Die kommen, sind jetzt auch nach Deutschland gekommen, fingen an mit Verbrennern und Hybriden und jetzt kommt halt der GV60, das ist dann im Grunde der Bruder zu Hyundai Ionic 5 und ähm, Kia EV6. Allerdings sind die bisher nur bestellbar, sie werden noch nicht ausgeliefert. Aber wenn ihr da mal schaut, das ist ein super schickes Auto, wie ich finde. Er hat halt auch digitale Spiegel, da muss man dann gucken, inwieweit die dann für einen ähm, selber geeignet sind. Aber auch mit G kommt was, aber jetzt nicht kurzfristig verfügbar. Damit springen wir dann gleich nach H. Beginnen aber nicht mit Hyundai, weil hat ein Y, sondern erstmal mit Honda. Das O kommt davor. Die haben ja den kleinen Honda E, allerdings finde ich da nichts auf der Webseite zu schnell verfügbaren Fahrzeugen. Ich weiß nicht, inwieweit man den jetzt kurzfristig ranbekommen kann. Ähm ist natürlich ein reines Stadtauto, ist ein sehr witziges Auto, aber da müsstet ihr dann selber äh, schauen, ähm, inwieweit die verfügbar sind. Ich habe da nichts zugefunden. Deswegen gehen wir auch gleich weiter bei H, nämlich logischerweise zu Hyundai. Und Hyundai's gibt es ein paar auf dem Markt, ähm, sind auch nicht wirklich viele, gebe ich zu. Ich habe jetzt hier mal auf die äh, zweite Seite oder dritte ist ja schon geblättert. Es gibt sogar ein paar Ioniq 5 wenn ihr da mal schaut, meistens ähm, Heckantrieb mit kleinem Akku. Es gibt einen einzigen Heckgetriebenen mit großem. Da müsste man dann beim Händler anrufen, ob das Auto tatsächlich da ist. Kann natürlich sein, dass der da irgendein Käufer abgesprungen ist ähm, und der jetzt auf dem Hof steht. Was es gibt, ähm, sind die älteren, also der klassische Ionic, ähm, stehen ein paar mehr bei Händlern und Kona stehen einige bei Händlern. Leider meistens die mit dem kleinen Akku, den finde ich persönlich relativ uninteressant. Ähm, es gibt aber auch ein, zwei mit dem großen Akku. Also Hyundai, es gibt ein paar. Ionic 5 ist natürlich eine Schwierigkeit, aber es gibt auch bei Hyundai durchaus sofort verfügbare Fahrzeuge. Damit kommen wir zum Buchstaben I und I können wir ja relativ kurzfristig abhaken. Da sind mir im Grunde nur zwei Marken eingefallen: Einmal Infinity, die ehemalige Luxustochter von ähm, Nissan. Die macht jetzt genau das Gegenteil von Hyundai. Die sind nämlich, zumindest aus dem deutschen Markt sind sie raus. Auf der Webseite steht, dass der Vertrieb eingestellt wurde. Es gibt keine Infinities mehr in Deutschland. Hatten aber, auch, glaube ich, auch keine E-Autos. Und das andere würde mir noch Isuzu einfallen. Da gibt es nur den D-Max. Der hat immer den gleichen Diesel in zwei verschiedenen Leistungsstufen. Also I mh, ist Fehlanzeige. Deswegen gleich zu J. Und, J, ja, haben wir was und eigentlich auch ein sehr spannendes Auto. Das ist so aus meiner Sicht so ein bisschen der Underdog inzwischen geworden. Ich rede natürlich vom Jaguar I-Pace. Der Jaguar I-Pace, wenn ihr hier mal guckt, das günstigste Fahrzeug, 66.950 Euro für ein Auto mit 90 Kilowattstunden Akku, Allrad und 400 PS. Wenn ihr zurückgeht, vorhin zu Audi beispielsweise oder auch zu BMW, kriegt ihr deutlich. Ähm, kleinere, schwächere Autos mit kleineren Akkus für das gleiche Geld wie hier die iPace losgehen. Also der ist aus meiner Sicht super spannend und es gibt auch einige. Es gibt 77 Autos momentan in Deutschland, die vom iPace verfügbar sind. Ähm der einzige Nachteil, den er für mich hat, deswegen fällt er für mich natürlich raus, ist die etwas langsame Ladeleistung. In Verbindung, er verbraucht leider so viel wie ein e-tron, lädt aber nur mit 100 kW. Wer aber jetzt nicht viel auf Langstrecke fährt und so ein richtig edles, komfortables Fahrzeug haben möchte, vielleicht auch eins, das ja, sich unterscheidet von anderen, Jaguar iPace. Without any question, aus meiner Sicht jedenfalls. Also, ich finde den absolut klasse. Und es gibt definitiv einige Fahrzeuge in Deutschland aktuell verfügbar. Nächster Buchstabe im Alphabet ist dann das K. Ja, bei K sind wir natürlich sofort dann auch bei Kia. Ist ja logisch, das Auto fahre ich ja aktuell auch, den Niro. Das ist hier wieder so eine Webseite, wie ich euch vorhin schon mal gesagt hatte. Also hier muss ich dann einschränken. Kilometerstand, 1000 Kilometer, Ta Erstzulassung 21 und Elektro. Das sind jetzt Fahrzeuge hier, zum Beispiel, der soll zugelassen sein, 522, 35 Kilometer gelaufen. Das ist eine Tageszulassung oder ähm, der ist wirklich neu. Da weiß ich natürlich nicht, da müsstet ihr dann jeweils anrufen bei den Händlern, wie es mit der BAFA aussieht. Normalerweise, ich meine, bei Tageszulassungen auf den Händler ähm, sind die trotzdem noch BAFA-fähig, aber das müsst ihr bitte selber klären. Aber wie ihr hier seht, es gibt einiges an Niro, es gibt E-Soul, das sind jetzt hier welche mit dem kleinen Akku. Und wenn wir weiter runter gehen, hier hat dann natürlich einer einen x als Elektro eingestuft. Also mh, haben noch nicht alle Leer Händler verstanden. Hier ist zum Beispiel ein Niro mit großem Akku, wie ich ihn fahre, sogar mit dem Glasdach. Ähm, Klasse, für 40.000 Euro 2.22 Erstzulassung. Der hat wahrscheinlich auch eine Tageszulassung, weil er soll 10 Kilometer auf der Uhr haben. Ähm, auch wieder hier Niro, großer Akku, kommen dann jetzt einige. Da scheinen wirklich einige bei Händlern verfügbar zu sein. Und ich betone, das Auto, wenn ihr nicht sehr viel Langstrecke fahrt und euch die Ladeleistung stört, das ist ein ganz feines Auto. Das kann ich jetzt ähm, nach fast 14.000 Kilometern ähm, so uneingeschränkt zusagen. Dann kommen Esol mit großem Akku. Und ich hatte auch schon mal ganz hinten geguckt. Wartet mal. Esol, 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 Nero, Nero, Nero. Und dann kam. Ich will nur mal eben gucken, ob die EV6 noch da sind. Da. Also es gibt auch einzelne EV6 bei Händlern. Was ist das? Ein Der da Interessiert wieder auch keinen. Da ist jetzt zum Beispiel ein EV6 und es kamen glaube ich noch zwei auf der nächsten Seite einer noch also es gibt theoretisch auch im EV6 ob die jetzt wirklich bei den Händlern stehen da müsst ihr dann anrufen aber bei den vielen Niro und Soul die hier standen bin ich mir relativ sicher dass ihr da Autos direkt vom Händlerhof bekommen könnt und damit zum nächsten Buchstaben nämlich L auch hier wieder Lamborghini, lassen wir mal raus. Ähm, mit L, äh, Lancia weiß ich gar nicht, ob es überhaupt noch gibt, bleibt im Grunde nur ähm, Lexus, als Luxustochter der, ähm, von Toyota. Allerdings haben die das gleiche Problem auch wie Toyota, dass sie viel zu lange an den Hybriden festgehalten haben. Es gibt zwar jetzt mit dem RZ und ich glaube, es gibt auch noch einen UX-Elektrofahrzeuge, ähm, die sind aber auch nicht in der Breite verfügbar. Es gibt auch auf der Seite nichts, wo man. Ähm, Autos suchen könnte, ob welche verfügbar sind. Ich unterstelle mal einfach, dass es keine gibt. Der RZ hier, der soll ja jetzt neu kommen. Das wird dann wohl der erste sein, ähm, den wir dort haben. Deswegen gehen wir jetzt auch mal weiter, nämlich zum Buchstaben M. Und bei M fangen wir nicht mit Mercedes an, denn im Alphabet vorher kommt noch Mazda. Und auch Mazda hat inzwischen ein Elektroauto, nämlich den MX30. Und es gibt auch ein paar MX30 ähm, am Markt. Äh, sind nicht viele, aber das war glaube ich auch bei Mazda so eine Suche, wo ich ähm, in der im Umkreis nur suchen konnte. Es sind jetzt sieben Autos. Ähm, aus meiner Sicht hat der MX30 einfach das Problem, dass er nur einen sehr, sehr kleinen Akku hat. Ihr seht es hier, WLTP-Reichweite 262 Kilometer. Also ja, der ist so als Zweitwagen ähm, zum die Kinder vom, vom Kindergarten abholen. Ist ein gutes Auto? Aber oh ja, es sieht halt mal was anders aus. Ähm, auch hinten da mit diesen, mit diesen Selbstmördertüren. Also für Leute, die was Besonderes fahren wollen, ist vielleicht auch so ein MX30 eine Idee. Und ihr seht, es gibt ein paar kurzfristig verfügbare. Dann haben wir natürlich Mercedes und ich habe es euch hier angekreuzt. Es gibt den EQB, es gibt den EQC, es gibt den EQE und es gibt den EQS. Bei den Neuwagen sofort verfügbar. Wie man sieht, keinen EQA. Der ist aktuell offensichtlicherweise ausverkauft. Ähm, aber ihr habt dann hier 83 Fahrzeuge, da kommen erst einige an EQB, die also offensichtlicherweise ähm, verfügbar sind. Die sind zum Teil beim Händler, wartet mal. Ähm, zum Teil könnt ihr die aber auch wirklich über ein Abo kriegen. Die sind bei Mercedes selber, der hier zum Beispiel, ja, also die Fahrzeuge stehen, wenn da kein Händler dabei steht, stehen die auch bei Daimler. Die kriegt ihr dann auch im Abo zum Teil, also hier lauter EQBs. Da sind einige von verfügbar. Es gibt auch EQC, war wenig. Da ist jetzt hier einer. Und ähm, ich meine, es war auch nur der eine. Nein, ein zweiter noch. Und dann kommen EQE. Auch der EQE ist direkt ab Werk durchaus verfügbar, immer als 350er ähm, mit dem großen Akku 350 Plus, der dann eine Reichweite von 611 Kilometer nach WLTP hat. Also ein durchaus. Gutes Reiseauto offensichtlicherweise. Allerdings fängt er dann auch bei 49 oder 93. Ich glaube, der günstigste, den ich mal gesehen hatte. Wartet mal, ich scroll mal zurück. Nee, den gab den, der ist schon verkauft. Also ich meine, ich hätte, ähm, als ich das allererste Mal bei Mercedes guckte, einen für 86 oder sowas gesehen. Die sind aber schon alle weg, offensichtlicherweise. Aber es gibt EQEs, gibt es. Und wenn wir hier runter sollte dann demnächst auch, na, müssen wir doch da drauf. Also es gibt sogar einige EQE. Äh, irgendwann kam hier auch EQS dann die ersten. Da, EQS und zwar 350, die es jetzt ja gar nicht mehr gibt. Der wurde ja eingestellt, weil die Leute dann für 96.000 lieber eine volle Hütte EQE 350 als für 109.000 einen relativ nackten EQE, EQS 350 bestellt haben. Also die laufen aus, die EQS 350. Wer da noch einen möchte, kann jetzt zuschlagen, denn ähm, es gibt sie auf der Seite von Mercedes. Und dann haben wir noch einen mit Buchstabe M, den wahrscheinlich viele so gar nicht auf dem Plan haben. Das ist die Firma MG. MG, alte englische Marke, ist jetzt ähnlich ähm, wie Borgward das versucht hat, eine äh, chinesische Firma, die halt unter dem Markennamen Fahrzeuge in den Markt bringt. Allerdings haben die leider auch keine Verfügbarkeitsanzeigen. Also ich weiß nicht, ob Autos jetzt kurzfristig verfügbar sind. Was ich euch aber sagen kann, dass ich sowohl Marvel als auch ähm, MGZS schon auf der Autobahn und auch beim Laden gesehen habe. Also, die Autos gibt es, das ist keine Vaporware oder so was. Die kann man kaufen. Ich kann euch allerdings jetzt nicht sagen, was die für Lieferzeiten haben, wie lange es dort dauert. Das Spannende bei denen ist, dass sie den ersten elektrischen Kombi gebracht haben. Der VW ID7 soll er, glaube ich, heißen. Wurde jetzt ja geteasert und da hat sich dann die deutsche Autopresse überschlagen. Der erste E-Kombi auf dem Markt? Nein, stimmt nicht. Der kommt von MG. Der ist allerdings wird momentan, glaube ich, noch nicht ausgeliefert, der ist nur vorbestellbar. Der Marvel R wird ausgeliefert und der MGZS wird ausgeliefert. Den EHS lassen wir weg, das ist ein plug in hybrid Dann haben wir noch eine Marke mit M, und das ist der Mini Electric, der sich laut äh, Aussage von BMW auch super gut verkauft. Zeigt sich auch ein bisschen daran. Es gibt aktuell ganze vier Stück ähm, bei ähm, zwei, bei drei Händlern. Ich schätze mal, die Autos sind auch wirklich da, aber da müsste man dann wirklich ganz schnell anrufen und fragen, ob die noch da sind. Ist natürlich das gleiche wie beim I3, also 43.000 Euro für so einen Mini muss man auch bereit sein zu bezahlen. Aber es gibt immerhin auch davon ein paar, wenn man schnell ist. Als nächstes haben wir dann logischerweise N. Und bei N... Kommt einem natürlich sofort Nissan in den Kopf. Das waren ja so ziemlich die ersten, die damals mit dem Leaf in den Markt gingen. Und auch den Leaf gibt es heute noch. Da ist auch Nissan, ja, wie soll ich es nennen, ein bisschen ähm, abgehängt gewesen. Jetzt ist ja das neue Modell, das in Verbindung mit, dem, ähm, mit Renault rauskam. Der. Jetzt fängt mit A an. Aria, jetzt fällt es mir wieder ein. Ähm, der Aria. Aber den Leaf gibt es noch und es gibt auch ein paar. Ähm, verfügbare. Hier muss ich wieder 100 Kilometer Reichweite ähm, Umkreis eingrenzen. Also im Umkreis von 100 Kilometern um meinen Wohnort gibt es aktuell 15 neue Nissan Leaf. Ich denke mal, deutschlandweit werden das dann ein paar mehr sein. Und das Spannende beim Leaf ist natürlich, dass der ähm, bei 36.000 Euro losgeht und dann innerhalb äh, inklusive aller Abzüge kriegt ihr dann also so einen Leaf für 26,6, 26,5, 26.0 sogar. Ähm, da auch wieder 26.015, also so ein Leaf, wenn man mit dem kleinen 40 Kilowattstunden Akku hinkommt, ist auch im Jahr 2022 durchaus noch eine Idee. Ähm, ja, weitere Fahrzeuge, äh, Hersteller mit N, außer Nissan, fielen mir jetzt nicht ein, deswegen gehen wir jetzt zu O. Ich denke mal, bei O wird dann den meisten von uns als erstes Opel einfallen. Die haben als Tochter des PSA-Konzerns natürlich ein paar Elektroautos, unter anderem auch den Opel Rox, das ist ein ganz witziges ähm, Autochen. Der ist, glaube ich, mit dem, äh, mit dem kleinen Führerschein schon ab 15 oder 16 fahrbar. 12 PS Elektro, also so eine Art ähm, in etwas ähm, komfortabler. Da gibt es eine ganze Menge von. Das ist natürlich auch ein sehr spezielles Auto, 10.000 Euro. Und so ein richtiges Auto ist es eigentlich noch gar nicht. Also den muss man dann wirklich auch ähm, wollen. Aber dann kommt natürlich der Opel Corsa. Ähm, auch von dem sind durchaus ein paar am Markt verfügbar. Ähm, Corsa, Corsa, wo wollte ich denn hin? Hier, Mokka, da ist jetzt kein Bild drin, der scheint also gerade ganz wirklich ähm, frisch eingetrudelt zu sein. Also es gibt den Corsa und es gibt den Mokka. Und es gibt dann auch, das ist dann auch wieder ähm, wie bei den, äh, wie bei Citroen vorhin gezeigt, Moment, ich fahre da mal eben hoch, dass wir dann auch die Vans haben. Hier ist jetzt ein Combo, das ist also auch dann so der Belingo-Klasse und es gibt, meine ich, auch noch Vivaro, das ist dann der Jumper. Oder sind die momentan ausverkauft? Schauen wir mal hier unten da, Combo, Vivaro. Also auch bei Opel gibt es durchaus ein paar ähm, verfügbare Elektroautos. Die haben halt den 50 Kilowattstunden, ich glaube, den Transporter gibt es auch mit 75. Die haben halt alle wie die PSA-Autos, alle nur den 50 Kilowattstunden-Akku und haben nur in Anführungsstrichen 135 PS. Die sind also jetzt nicht so extrem auf, auf Leistung und Langstrecke getrimmt. Aber gerade so ein Corsa ist ja auch eher ein Stadtfahrzeug oder ein Kurzstreckenfahrzeug und dafür sollte der alle mal ausreichen. Also auch bei Opel kriegt man aktuell lieferfähige Elektroautos. Und damit gehen wir jetzt von O nach P. Und bei P landen wir dann im Grunde ja auch bei der Konzernmutter sozusagen von Opel und Citroën, nämlich Peugeot, PSA Konzern heißt er ja. Äh, auch da gibt es dann die, äh, es ist immer das gleiche Grundmodell, dann hat in verschiedenen Karosserievarianten. Hier gibt es dann jetzt den E2008, das ist so ungefähr wie der Mokka dann. Ähm, auch hier gibt es einige verfügbare Fahrzeuge. Und dann kommt der Rifter, das ist dann äh, die Berlingo Größe, auch dort gibt es welche und ähm, der größere von denen heißt glaube ich, warte mal, lass mich mal schauen. Rifter, Rifter, Traveler, E-Traveler heißt der dann, der etwas größere. Der steht auch offiziell bei Peugeot PSA Retail, Vorführwagen. Also es gibt auch bei Peugeot offensichtlicherweise Elektrofahrzeuge 46, derzeit sind es an der Zahl. Mit P haben wir spannenderweise noch ein paar mehr Marken, die Elektroautos anbieten. Das nächste ist dann ähm, Polestar. Da lohnt es sich immer mal wieder auf der Seite vorbeizuschauen. Aktuell steht hier nichts. Aber es gibt, ähm, die haben ja so eine, die gleiche Technologie im Grunde, wie Ford und äh, Tesla das vorgemacht haben. Das heißt, die Autos sind mehr oder weniger durchkonfiguriert. Es gibt zwei Pakete und ich glaube fünf Farben. Dann gehen die, ähm, kommen die aus China hierher, und wenn dann zwischendurch einer abspringt, kann es immer mal sein, dass hier dann in den vorkonfigurierten Fahrzeugen ähm, ein paar auftauchen. Da war auch lange Zeit was drin, aktuell ist es leer, aber da könnte man immer mal wieder, ähm, immer mal wieder schauen. Das sind dann halt Fahrzeuge, die sind auch nicht sofort in dem Sinne verfügbar, weil die halt dann noch irgendwo auf dem Schiff stehen und aus China hierher schippern. Aber die sind relativ kurzfristig verfügbar. Ich glaube, auf unseren haben wir damals etwas länger warten müssen, weil es mit dem Leasing irgendwelche, äh, irgendwelches Durcheinander gibt. Aber im Normalfall habt ihr den dann so zwischen vier und acht Wochen, was ja nun mal für ähm, ein Elektroauto in der heutigen Zeit eher eine sehr schnelle Lieferzeit ist. Und dann haben wir natürlich noch als Deutscher... Ähm, ein weitere Marke mit P, das ist dann natürlich Porsche. Und wenn ihr hier mal schaut, 100 plus sofort verfügbare und bei den Neuwagen sind es 64. Ähm, ich hatte jetzt einfach hier mal Taycan ähm, so eingegeben. Also es gibt da eine ganze Menge, das sind dann äh, Vorführer oder auch ähm, wirklich Gebrauchtfahrzeuge. Da gibt es eine ganze Menge, aber es gibt auch 69 verfügbare Taikan, die neu, ähm, wirklich neu sind. Klar, das ist ein sehr teures Auto. Wartet mal, wir können mal hier auf Neuwagen klicken. Dann schauen wir mal, der günstigste, der hier momentan drin ist, sind 121.050 Euro. Dann kommt ein GTS mit 164.000, 176.000, 116. Kann man hier auch irgendwo nach Preis sortieren? Bei Porsche bestimmt nicht, oder? Sortieren nach attraktiv. Machen wir mal eine niedrig nach hoch. Also der günstigste derzeit verfügbare Porsche Taycan ist ein Sport Turismo für 116.000 Euro. Ja, hm. Aber es gibt 64 sofort verfügbare Porsche Taycan. Wer also das entsprechende Kleingeld hat, muss nicht lange warten. Und, ja, der Sporttourismus, der sieht schon richtig geil aus. Da kann ich nicht meckern. Und vom Preis her, Neupreis, Listenpreis, das ist auch das, was mein, äh, was mein e gekostet hat. Und äh, dafür kriegt man auch einen Porsche. Also durchaus auch eine Überlegung wert. Also auch von Porsche gibt es direkt verfügbare Fahrzeuge. Der nächste Buchstabe wäre jetzt natürlich Q, aber äh, ja, mit Q fällt mir jedenfalls keine Automarke ein. Schreibt mir das gerne unten rein, wenn ihr da eine Idee habt, was für eine Automarke mit Q es geben könnte. Q, R, natürlich, R. Heißt Renault. Bei Renault ist aber halt das Problem, dass die derzeit, so wie ich das mitbekommen habe, wirklich einen Bestellstopp für alle E-Autos und ich glaube sogar auch für die Plug-in-Hybriden ähm, verhängt haben, weil es einfach zu viele, ähm, zu viele Bestellungen gab. Ich verstehe es aber auch nicht ganz. Jetzt soll hier am 25. Juli der Megan E-Tech, also der Megan dann in der vollelektrischen Version, offiziell vorgestellt werden. Ich weiß nicht, ob der dann lieferbar sein wird. Momentan sieht es bei Renault allerdings ziemlich mau aus. Ähm, da wird man dann auf äh, gebrauchte Zoes ausweichen müssen. Ähm, die gibt es allerdings und die gibt es auch relativ günstig. Es ist halt nur, wer jetzt gerne einen Neu- oder Vorführwagen haben möchte. Für den ja, ist Renault derzeit nichts. Deswegen verlassen wir auch den Buchstaben R und gehen zu S. Bei S, Seat hatte ich euch vorhin gesagt, ähm, macht keine Elektroautos, das macht die Submarke Cupra. Suzuki hat meines Wissens keine ähm, Subaru hat Glaube ich einen in der Entwicklung, aber ist auch noch nichts verfügbar. Bleibt aktuell also nur Skoda. Wenn mir nicht alles täuscht, gibt es bei denen momentan auch einen Bestellstopp äh, Stopp für den Enyak, weil äh, es wundert mich nicht. Also von den MEB-Fahrzeugen, von den MEB-SUVs äh, würde ich immer den, den Enyak nehmen. Das ist äh, vom Preis-Leistungsverhältnis das beste Auto, gerade wenn man ihn auch mit dem Q4 vergleicht. Ja, ich weiß, steht aber auch hier 65, 4, 80, 68, 68480 und das sind alles Vorführer, aktuelle. Ähm, Neuwagen gibt es in der Börse von Skoda nicht. Das heißt, ihr müsste dann auf einen äh, Vor, äh, Vorführer ähm, zurückgreifen. Was ich gestern, als ich die Seite das erste Mal aufgemacht hatte, noch gefunden hatte, waren zwei City Go. Die scheint es aber inzwischen auch nicht mehr zu gehen. Die waren dann auch ratzfatz weg. Ähm oh, ein Enyaq 80X Founders Edition, 90.000 Euro für einen Skoda. Ja, der hat dann 265 PS. Das sind aber auch spannende Preise. Aber ähm, ja, Skoda momentan etwas schwierig, da gibt es dann maximal Vorführer. Ja, nach S kommt dann logischerweise T. Bei T, ja, T und Elektroauto. Natürlich Tesla, logisch. Aber bei Tesla, ich hatte euch ja vorhin schon gesagt, mein Model Y ist auch verschoben worden. Da sieht es momentan äh, ziemlich mau aus. Die einzigen, die ausgeliefert werden aktuell, sind Model 3 und Model Y. Und da ist im Neubestand absolut nichts vorhanden. Und da haben die auch ihre Gevor äh, Vorführer, glaube ich, mit drin. Also es gibt da nur eins, zwei, drei, ja, drei gebrauchte Model 3 gibt es momentan auf der Webseite. Und Model Y gibt es nicht mal gebraucht. Also Tesla ist momentan auch relativ ausverkauft. Und auch da sind jetzt bestimmte Modelle inzwischen äh, schon in Richtung 2033, äh, 20, ganz so schlimm ist nicht, 2023 gerutscht. Ähm, weil auch die nicht mehr hinterherkommen mit dem, ähm, mit dem Ausliefern. Auch dadurch, dass Shanghai ja eine Zeit lang auch im Lockdown war. Das war für die natürlich auch ziemlich übel. Dann haben wir noch eine Marke mit T. Und ich sprach ja vorhin auch schon mal kurz. Über Lexus. Die Muttermarke Toyota haben wir dann. Die haben jetzt ja auch den vollelektrischen BZ4X vorgestellt. Aber auch der ist halt noch nicht verfügbar. Ähm, wann der kommen wird, was er dann wirklich können wird, ich kann euch da absolut nichts zu sagen. Deswegen lassen wir Toyota jetzt auch mal ein Stück weit außen vor. STU. Wenn euch eine Marke mit U einfällt, außer vielleicht UAZ, das, das ist eine russische Lkw-Marke, dann schreibt mir das gern. U können wir also auch weglassen und gehen direkt zu V. V, logisch, VW fällt einem da natürlich als erstes ein. Volkswagen. Ähm, Volkswagen gibt es ein paar Elektrofahrzeuge. Ähm, ich habe jetzt hier allerdings auch, Moment, wir nehmen mal die Jahreswagen raus neuwagen sind es noch ganze zwei. das habe ich jetzt vorhin verwechselt. es war nicht citygo, die zwei verfügbar sind, sondern es sind zwei e-ab verfügbar. Ähm, da bleibt dann nur, dass man auch das noch ein stück weit erweitert und geht auch auf die... Ähm, geht auch auf die vorführwagen. warum geht das jetzt nicht nachträglich noch? ja, da muss man jetzt die... Da müssen wir jetzt also die Vorführer dann mit in die Auswahl nehmen. Dann gibt es auch ein paar mehr VW, wobei hier eine ganze Menge E-Apps jetzt drin sind. Da hinten kommen glaube ich auch noch ein paar ID3. Also da gibt es momentan auch keine Neufahrzeuge, die kurzfristig hier kommen jetzt ID3. Ähm, bei VW gibt es also auch aktuell keine, äh, bis auf die zwei ähm, ähm, E-Apps gibt es jetzt auch keine Neufahrzeuge mehr. Bei Volvo sieht es ganz genauso aus. Ähm, Volvo gibt es ein paar Vorführer des C40 und des XC40, aber auch keine neuen Fahrzeuge. Der XC40 hat auch eine super lange Lieferzeit, wenn man den jetzt bestellen würde. Also auch bei Volvo sieht es da jetzt nicht so rosig aus. Ein paar Vorführer, wie gesagt, die gibt es. Ähm, also wer da kurzfristig was von Volvo möchte, muss auf einen Vorführer zurückgreifen. Und dann ähm, ja, VW Z. Wenn euch da irgendein ähm, Marken noch mit einfällt, die ich vergessen habe, dann schreibt mir das auch gerne unten in die Kommentare rein. Jetzt müssten wir eigentlich so groben Überblick haben. Hatte ich euch ja am Anfang auch gesagt, dass wir so einen Marktüberblick über Elektroautos machen, die es momentan gibt. Also es gibt Fahrzeuge, die ihr kaufen könnt. Unter Umständen müsst ihr dann halt bei der bei der ähm, Ausstattung Abstriche machen, müsst vielleicht eine andere Farbe nehmen oder gerade bei denen, wo man viel konfigurieren kann, dann auch überlegen, ob er nicht vielleicht das eine oder andere weglassen wollt oder etwas mehr kauft, was ihr sonst nicht gekauft hättet. Das ist einfach dann ja, der Tod, den man sterben muss, wie das so blöd heißt. Ja, der Markt ist relativ eng. Also, ich kann euch nicht sagen, das ist, ich nehme das jetzt Pfingstmontag auf. Wahrscheinlich sind von den Fahrzeugen jetzt Dienstag oder Mittwoch schon einige weg. Aber wenn man sich dann erstmal auf die Suche macht und wenn man vielleicht auch überlegt, so, eigentlich wollte ich, ich sag mal, einen ID3, warum nicht auch einen Citroen EC4, um mal so ein Beispiel zu nehmen, weil das ja eine Fahrzeugklasse dann ist. Also, da, Könnt ihr durchaus auch mal schauen, ob vielleicht auch andere Marken was haben, die jetzt nicht die ihr nicht so direkt auf dem Schirm hattet und dann einfach auch auf der Herstellerseite mal schauen, ob die halt solche Neuwagenbörsen anbieten, denn ähm, da stehen dann zum Teil auch Fahrzeuge drin, ähm, die eben nicht bei mobile autoscout und co auftauchen. Also das kann ich euch nur so einfach jetzt raten. Ja, der Markt ist ziemlich leergefegt, da beißt die Maus keinen Faden ab, aber wer mh, ja Sucht und auch bereit ist, den ein oder anderen Kompromiss vielleicht einzugehen, der wird auch relativ kurzfristig bei einem E-Auto fündig. Jedenfalls sehe ich das so nach dieser Recherche und diesem zugegeben relativ lang gewordenen Video. Deswegen soll es das auch von heute, Quatsch für heute natürlich, wieder mal von mir gewesen sein, von eurem Stefan Lenz.